Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die Fraktion Die Linke findet, dass gentechnikveränderte Lebensmittel nicht in den Naturkreislauf eingespeist werden sollten. Die Fraktion Die Linke findet zweitens, dass die Bundeskanzlerin sich als feige erwiesen hat, als sie auf Druck der Industrie in den entsprechenden Gremien die Bundesrepublik Deutschland zu einer Enthaltung veranlasst hat, anstatt klar zu bekennen, dass es sich dass die Politik gegen gentechnikfreie Lebensmittel vorgehen sollte, wodurch eine entsprechende europarechtliche Positionierung verhindert worden ist. Und drittens teilt die Fraktion Die Linke, dass der Antrag erledigt ist und findet, dass deswegen auch alles gesagt ist. Vielen Dank.